Hallo, liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Promi-Geflüster. Es ist heute eigentlich nicht wirklich, sondern ich habe vielmehr ein paar Hinweise in eigener Sache für euch. Aber zunächst mal die Frage, wie waren eigentlich Ostern bei euch? Alles gut überstanden? War alles okay? Sehr schön. Ich meinerseits war am Ostersonntag in Wellendingen, das ist bei Rottweil, und dort gab es ein volkstümliches Frühjahrskonzert. Unter anderem mit Sandy Rose, dem Geschwistertrio 3x1 und natürlich den Geschwistern Hofmann. Und als Überraschungsgast war angekündigt Heinz Koch, der singende Vasenwirt. Alles zusammen eine runde Sache, eine gelungene Veranstaltung. Bei dieser Veranstaltung natürlich habe ich einige meiner, sag ich mal, treuen Fans von Promi-Geflüster auch mal persönlich kennenlernen dürfen. Und das gibt mir wieder Ansporn, weiterzumachen, und somit könnt ihr euch natürlich auf viele weitere interessante Interviews hier bei Promi-Geflüster freuen. Ein weiteres Promi-Geflüster wird aufgezeichnet am 27. April in Engstingen-Heid, Engstingen, ja, auf der Schwäbischen Alb. Dort gibt es den Schwäbischen Alb-Stadel. Und am 27. April dabei sind natürlich unsere Freunde aus dem Zillertal, die Zillertaler Haderlumpen. Sie geben dort ein Konzert und wir werden davor ein kleines Gespräch mit ihnen aufzeichnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne live dabei sein. Allerdings müsst ihr euch sputen, denn es gibt nur noch wenige Restkarten. Informationen und wo ihr die Karten herbekommt, das findet ihr unter www.albstadel.de. Und am 25. Mai sind die nächsten Gäste aus dem Zillertal da. Zillertal Power, und die stellen sich jetzt schon mal vor. Wieder Daniel. Hallo, wieder Huvi. Hallo, bin der Joe. Hallo, bin der Peter. Zusammen sind wir Zillertal Power. Zillertal Power, die vier Jungs aus dem Zillertal. Das könnt ihr alles erleben am 25. Mai 2012. Um 20 Uhr geht's los. Und wenn ihr, wie gesagt, dabei sein wollt bei einer Aufzeichnung von Promi-Geflüster, dann müsst ihr schon so gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr da sein. Auch dort Karten und Informationen dazu findet ihr auf www.albstadel.de. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ich freue mich auf euer Kommen und dass man sich auch mal persönlich kennenlernt. Nicht nur, dass ihr mich seht, sondern dass ich euch auch mal sehe, was ich mal weiß, wer mir sozusagen immer eifrig zuschaut. Also, nicht vergessen, den 25. Mai. Wir sehen uns.
euer Frank Stiller.